Ja, Leute, da wären wir wieder zu einer neuen Folge Sky Factory 3 und ja, ich lege mich erstmal kurz hin. Ich habe auf jeden Fall wieder ein bisschen was offscreen gemacht, wie ihr schon seht. Und zwar habe ich hier erstmal eine Wand hingezogen, weil mir das wichtig war einfach, ne, dass ich hier einfach mal wieder, ja, ein bisschen Sicherheit auch habe, nicht die ganze Zeit fast runterfalle. Und dann habe ich, achso, da unten kann ich übrigens nochmal eine Slab platzieren, würde ich sagen, so. Und was ich noch gemacht habe, ist mal die Kiste hier endlich umsortiert, weil das wurde auf jeden Fall Zeit. Lol, okay. Ja, weil die stand ja mal da hinten und da kam ich immer so schlecht ran. Ich musste mal hier rumlaufen um den Baum und ja, kein Bock mehr. Deswegen, ja, habe ich das einfach mal so gemacht. Ansonsten habe ich jetzt nochmal mit der Schmiede mich ein bisschen beschäftigt und hier schon mal alles Mögliche eingeschmolzen. Ich werde jetzt hier schon mal ein bisschen Eisen rausholen, noch Gold lasse ich erstmal drin noch ein bisschen, damit wir hier die Formen machen können und so weiter, ne? Das wäre auf jeden Fall auch richtig cool und ja, ansonsten habe ich ein bisschen Lava produziert hier über die Crucibles und da reingepackt, da sind wir gerade auch noch wieder fleißig dabei. Und was ich noch gemacht habe, ist mal die Mobfarm wieder richtig gebaut. Das heißt, ich habe wirklich mal mich hingesetzt und ja, hier alles so gebaut, dass nichts mehr spawnen kann. Das heißt, das sind alles Slabs, ne? Hier kann nichts drauf spawnen halt und ja, das Einzige, wo halt wirklich was kommen kann, wäre diese Fläche hier. Da oben sind auch nochmal Slabs draufgesetzt, wie man hier sieht. Und ja, da hinten habe ich auch drauf geachtet, das Ganze mal ein bisschen anders zu machen hier, ne? Und es kann hier nichts mehr spawnen, wirklich nur noch auf der Fläche jetzt hier, wo ich gerade bin. Was auf jeden Fall eine gute Sache ist, weil dann können wir hier ja, auch immer mal Mobs farmen. Wäre auf jeden Fall ganz praktisch. Neulich habe ich auch einen Lootbag bekommen tatsächlich, einen Rare glaube, und da habe ich übrigens dann auch hier die Inferium Seeds her. Ich glaube, die sind noch nicht so krass, aber die sind irgendwie so eine Grundlage für bestimmte Sachen. Und ja, es sind nämlich Mobs hier in die Schmiede gefallen und gestorben. Da haben wir auch hier ein bisschen Blood, wie man sieht. Ja, keine Ahnung, vielleicht können wir damit was machen, obwohl ich mich damit nicht auskenne, wie man jetzt dieses Blood verwendet immer. Weil ich kenne das schon aus anderen Modpacks, hab das schon oft gesehen, immer bei Tinker's Construct, ne? Aber keine Ahnung, wie man das verwendet, ne? Also ja, das ist ein bisschen schade. Aber gut, ist jetzt erstmal egal. Erstmal ein bisschen Kobbel gönnen, ne, würde ich sagen. Und ja, also diese Chest-Transporter, muss ich sagen, sind auch sehr praktisch, ne? Damit habe ich nämlich meine Kisten wieder sortiert, beziehungsweise transportiert. Und ja, die sind echt das Beste, wo gibt, würde ich sagen. Weil damit kann man einfach so schnell hier das transportieren. In Vanilla fehlt mir das immer sehr, muss ich sagen, ne? Da hätte ich irgendwie auch gern so Chest-Transporter. Weil, ja, keine Ahnung. Zum Beispiel in Tiny Craft Attack war es jetzt so wieder, dass jemand meine Kisten komplett umsortiert hat und unordentlich gemacht hat, ne? Und da würde ich jetzt so gerne die erstmal wieder umsetzen, weil der hat die nämlich auch noch falsch platziert quasi. Und, ja, würde dann quasi die so gerne umsetzen und wieder sortieren. Und das würde mit Chest-Transportern so viel besser gehen, als es jetzt der Fall ist. Und ja, deswegen wünsche ich mir sowas eigentlich auch in Vanilla tatsächlich, ja. Es gibt ja so manche Mod-Items, die für Vanilla sich gut eignen würden. Und ja, das gehört auf jeden Fall dazu. So, dann fülle ich ja nochmal auf. Ganz voll ist er ja noch nicht. Ja, jetzt hat er 3700, jetzt ist er fast voll, der Lava-Tank. Okay, was haben wir jetzt noch drin? Ah, einen Block noch, okay. Ja gut, das wollte ich nicht, sondern das. Genau, ja, die Frage ist nur, was machen wir jetzt? Ich wollte eigentlich nochmal fragen in, auf dem Discord-Server, was eine gute Anfänger-Mod ist noch, mit der ich mich beschäftigen könnte. Ich könnte mich natürlich mit den Lootbags beschäftigen, keine Frage, ne? Aber, ja, die Mobs spawnen einfach zu schlecht hier, trotz allem. Beziehungsweise es ist gerade halt einfach nicht Nacht, ne? Das ist das Problem. Die Sonne geht immer noch auf, das ist gleich Mittag und... Ja, heute werden wir keine Nacht mehr erleben in dieser Folge. Ist auf jeden Fall dann auch nicht so geil, wenn man jetzt so ein paar Lootbags mal haben will. Ja, ich hoffe mal, dass ich dann demnächst einfach mal sowas hinbekomme. Und ja, ich werde nochmal eine Sache machen und zwar... Na, obwohl ich glaube, damit geht das nicht. Ich mache mal mir irgendeinen Ingot, ne? Oder ich habe ja hier welche. Leg den mal da rein. Und dann ein bisschen Gold runter. Da habe ich natürlich jetzt zwei Blöcke... Ah ne, ich habe noch 8 Ingots aus irgendeinem Grund. Warum das? Keine Ahnung. Naja, ich mach mal hier ein bisschen was rein. Ne? Ich glaube, das braucht ja auch 2 oder 3 Ingots tatsächlich, so ein Cast hier zu machen. Und, ach ja, das Ingot verschwindet. Ach scheiße, da hätte ich doch einen Brick genommen oder irgendwas Billiges. Mann. Und warte mal. Ist hier überhaupt der Rahmen noch von dem Item? Ja, der ist noch da. Sieht man nur im Inventar schlecht. Gut. Dann so.
Dann würde ich nämlich das Copper nehmen und den einen Ingot hier rausgießen und die drei Blöcke dann hier nach und nach. Ja, wäre ganz gut. Ansonsten habe ich aber gar nicht so viel zu tun heute in der Folge. Ich bin irgendwie unproduktiv. Ich könnte natürlich hier noch so ein Ding machen. Da brauche ich aber auch wieder eine Mob-Farm. Ich würde sagen, ich kann ja mal hier mich zu anderen Inseln teleportieren. Wen haben wir denn da? Der K-Pilz. Ja, ich kann ja mal alle Grundstücke eigentlich besuchen, ne? Warum nicht? Ja, ich TP mich einfach mal. Okay. Er hat noch nicht so viel gemacht, wie ich sehe. Ach, lol. Okay, er hat schon ein Mesh und ein schräg platziertes Holz, aber mehr noch nicht. Ja, gut. Gut zu wissen, dass es noch Spieler gibt, die auch schlechter sind als ich. So, dann gehen wir mal zur Eule TV. Da waren wir ja schon mal letztendlich, ne? Das ist ja dieses riesige Grundstück. Alter, ich weiß nicht, wie kann man sowas bitte erbauen? In dem Sky Factory Modpack. Ich meine, es läuft jetzt seit 2 Wochen oder 3 maximal. Und, das ist einfach übertrieben heftig hier. Was hier passiert ist, ja. Keine Ahnung, ey. Das ist absolut krass auf jeden Fall hier mit so vielen Etagen. Und ja, habe ich mir schon mal angeguckt. Ich bin ja schon mal durchgelaufen in der Folge mit Schwammig. Ja, das heißt, da gibt's dann das zu sehen. So, dann gehen wir mal hier zu Asa Limar oder so. Okay, der hat noch nicht angefangen zu spielen. Ja, ich dachte eigentlich, dass die schon alle ein bisschen mehr gebaut haben. Naja, vielleicht ja der Nächste. Ah, der hat schon ein bisschen mehr hier, wie ich sehe. Okay, interessant. Der hat sogar schon Dark Oak Saplings. Hä, wie kriegt man die? Aber die werden natürlich so nicht wachsen, ne? Ja, wissen viele Spieler irgendwie nicht. Habe ich auch wieder gemerkt, den Tiny Craft Attack. Irgendwie sehr viele wissen das einfach mit diesen Setzlingen nicht. Oh, lol. Nicht, dass ich hier noch runterfalle. Was ist denn da hinten eigentlich noch für eine Kiste? Hä? Warum ist denn da noch eine Kiste in der Ferne? Keine Ahnung. Hier hat er auf jeden Fall auch schon diesen Autohammer. Ja, da kann man einiges machen, aber ich habe da keinen Bock drauf. Solarpanel, also ganz ehrlich, da habe ich absolut keinen Bedarf, einfach nur. Strom und so weiter, kein Bock. Ganz ehrlich, also ich bin absolut nicht der Technik-Typ. Ich krieg sowas auch nicht hin und ja, ich meine so eine Schmiede und so, das geht, das habe ich jetzt mittlerweile drauf, aber alles andere, das ist einfach nicht meins. Naja, so, dann gehen wir mal weiter. Cool auf jeden Fall, dass er schon angefangen hat. Ich glaube, der ist dann auch nicht mehr so aktiv. Gehen wir nochmal zu Schwammig hier, der jetzt übrigens, der heißt ja gar nicht mehr GmbH und KKG, sondern der heißt jetzt Gabelstapler. Ja, absolut krass. Wie kommt man auf so einen Namen? Vor allem warum? Ja, warum benennt man sich dann um? Ja, jedenfalls hier ist auch wieder ein bisschen was passiert. Ich habe mich ja letztens schon TP't hierher, wo ja schon die Kiste hier stand und diese Grünfläche war und so. Und jetzt sind noch diese Kabel dazugekommen. Und er hat irgendwie hier so eine Farm noch gebaut, haben wir ja in der Folge gelesen im Chat, ne? Ah, und das hier sind diese Kristalle, die auch Spark hatte, in Skyworld, genau. Das war auch so ein Ding. Da hat er auch heftig viel gehabt. Ey, jo, wie viele Lootbags hat er überhaupt? 32, mhm. Na komm, die kommen doch hier eh eigentlich durchgehend dazu. Ich nehme einfach mal einen. Oder? Geht das? Ah ne, die sind wieder gelockt. Oh ne, das hatte ich ja auch in Nahuto, ne, das Problem. Bei Duckfish, da sind die auch gelockt und da kann ich die nicht anklicken. Ja, na toll. Naja, ich weiß nicht, ob ihr die Folge schon gesehen habt von Nahuto zum Beispiel. Ach, die Kisten sind auch alle gesichert. Okay, muss ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Oder ob das automatisch ist. So, gehen wir mal zu Crosby 1, 2, 3. Na gut, da hat auch noch nicht so viel, ne. Da können wir eigentlich schnell weitergehen. Nur mal kurz umschauen hier. Ja, wir wollen ja nicht zu lange machen, die Folge. Ah, hier, da hat auch noch nicht so viel tatsächlich. Okay. Dann gucken wir mal weiter. Spawn. Okay, vielleicht hat sich da ja auch was getan. Da gucke ich auch mal hin. Ah, nee, warte mal. Ich glaube, das hier ist sogar von, Race, das Grundstück. Also der Projektleiter. Lol. Ich dachte schon, er ist ja online, aber das sind wieder irgendwelche Nametags bei Mobs. Der hat alles aus Cobblestone gebaut, ist auf jeden Fall auch heftig. Muss man erstmal hinkriegen. Na gut, obwohl, wenn man jetzt so einen übelst hohen Tier von Cobblestone Generator hat, dann hat man hier übelst viel dann auch. Und kann damit leichter bauen als aus Holz. Und vor allem kann es nicht verbrennen. Und wie er einfach schon so einen fetten Draconium-Block hat, ey, das gibt's nicht. Ja. Da wollte ich schon immer mal hin auch. Auf die Insel und mir das mal angucken. Ich mache ja mal ein Scandal von, weil das ist absolut verrückt, was hier passiert. Ja, keine Ahnung. Was soll ich dazu sagen? Ich mache mal so ein Thumbnail hier, glaube. Ja. Muss man halt aufpassen hier, dass ich nicht runterfalle und so. Das ist klar. Aber Alter, ey, das ist absolut übertrieben. So, gehen wir mal weiter zu Spawn. Was kommt danach noch? X-Tubaki oder so. Hat auch noch nicht angefangen. Ja, schade. Hm,
Es haben viele noch nicht angefangen, muss ich sagen. Liquid Phantom. Alter, jetzt hat's übelst rumgebackt, die Sicht kurz. Der hat auch viel weniger noch, ne? Also ich bin ja noch einer der aktivsten hier. Ich dachte eigentlich, dass die alle schon weiter sind als ich. Aber anscheinend nicht. Oh, der hat auch schon viel. Alles klar. Interessant. Ja, ist auch eine richtig fette Insel. Ein bisschen wie bei, Race natürlich, ne? Oder vielleicht ist das die sogar. Ne, das ist die nicht. Die hat ja keinen Draconic-Dings da. Okay, was gibt's noch? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, so viele haben wir nicht mehr übrig. Wir haben noch Race. Ah, da waren wir ja. Ne, warte, das ist die Spawn-Insel sogar. Leute, der hat Spawn und Race, quasi vertauscht, ne? Das ist natürlich auch nicht so krass. Und dann noch Signal 90, Exception und das war's. Okay, gehen wir nochmal zu Exception. So, es sind viele Namen mit X hier. Ja, ich glaube, heute wird eine längere Folge, zwangsläufig, tut mir leid. Aber ist jetzt auch das erste Mal, von daher ist nicht schlimm. So, ja, der hat irgendwie Iron Mesh ist alles. Ne, jetzt Stiff sogar. Ich glaube, das sind nochmal andere. Und, ja, hat hier so eine kleine Insel auf jeden Fall. Ist schon mal ganz cool. Oh, der hat auch hier sowas gemacht, Coke Oven. Alter, ich hab sowas von keinem Bock, wenn ich lese immer Immersive Engineering, die haben alle sowas, weißt du, ich hab auf diese Mods einfach keinen Bock. Ich hab einfach keinen Bock da drauf. Genauso Ender.io oder so. Weißt du, dann lieber Tiny Progressions oder sowas, so kleine Spartan-Mods, Mystical Agriculture kann man auch mal sich angucken. Sowas finde ich noch ganz chillig, ja. Aber sonst, das, ja, diese ganzen großen Mods, da hab ich ja keinen Bock drauf, einfach null Bock. Wirklich, ich kann das mir nicht antun. Ja, ich gehe nochmal zu mir und gehe mal nicht schlafen. Ich warte vielleicht nochmal kurz. Vielleicht kommen ja doch ein paar Mobs an, ne? Und ja, da muss ich ja auch drauf achten, dass ich nach und nach hier ein bisschen was hole. Wieso sind überhaupt die Copper-Blocks? Wieso haben die so eine komische Farbe, hä? Das passt überhaupt nicht. Oder sind die irgendwie verrostet oder was? Keine Ahnung. Ne, warte. Shit. Hat das jetzt gereicht? Ich glaube, ja. Da vorne haben wir auch schon wieder einen Gesellen, aber ja, keine Skelette oder so, die bräuchte ich vielleicht mal für solche Crucibles hier. Ja, ist halt ein bisschen doof, muss ich halt warten, aber gut, das kriege ich schon hin. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, genau, haut rein und tschüss, das wär's erstmal.